Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute blicken wir wieder zurück auf meine Neuzugänge aus dem August 2017 und fragen uns gemeinsam, schon gelesen oder suppt es noch? Ein Format, ich werde es nicht müde, es zu sagen, was ich selbst unglaublich gerne mag, einfach weil ich mich da natürlich selbst einfach mal um meine Neuzugänge aus vor einem Jahr beschäftige. Und ich war schon sehr erstaunt, als ich kurz in den August geblinzelt habe, zumindest in die Anzahl der Bücher. Denn ich gucke mir ja vorher das Video oder so von mir selbst nicht an, sondern gucke nur in meinem Bullet Journal vom letzten Jahr, oh, wie viele Neuzugänge hattest du denn? Und es waren nur 9 Stück. Also tatsächlich relativ wenig. Ich bezweifle, dass es dieses Jahr im August auch so wird, weil ich glaube, allein ja schon 9 tolle Neuerscheinungen kommen und da sind ja noch nicht mal Bücher mit eingerechnet, die zu einem so zufällig über den Weg laufen. Aber ich denke, wir starten jetzt gemeinsam, gucken uns das Video gemeinsam an und sind dann sehr gespannt, wie viele der neuen Bücher ich schon gelesen habe. Ha, es gab zu der Zeit also schon Fred und George Weasley in meinem Harry Potter Regal. Sehr schön zu sehen. Ich glaube, man müsste viel öfter vor diesem großen Regal mit den Harry Potter und Herr der Ringe Regalen und auch Game of Thrones ist ja in dem Regal eigentlich drehen. Aber macht man viel zu selten. Aber ja, ich finde Steffi von vor einem Jahr sieht ganz gut aus. Ja, stimmt. Das ist die zweite Staffel von Monster 1983 bei mir eingezogen. Da war ich gerade ein Wochenende in Berlin und hatte auf dem Hinweg die erste Staffel fast beendet und habe mir dann in Berlin tatsächlich die zweite Staffel geholt. Eine geniale Story, Spannung, Thrill, mysteriöses, geiles Synchronsprecher, Hörbuchsprecher. Und das war ja ein Hörspiel, wo ich die ganze Reihe absolut gefeiert habe. Dann ist Atem-Yoga bei mir eingezogen. Auch ein Buch, was ich relativ zeitnah gelesen hatte. Es hatte mich sehr interessiert, wie man mit dem Atem eben so einen Yoga-Effekt hinbekommt. Fand ich ein ganz interessantes Buch. Ich weiß, dass so einige Themen schon drin waren, die mir bekannt waren. Fand ich aber definitiv interessant und habe es auch gelesen. Es geht ja auch hier so ein bisschen um den Flow im Körper, die Lebensenergie zu lenken und das eben mit Aufmerksamkeit. Und finde das tatsächlich ganz interessant. Liebe zwischen den Zeilen von Veronica Henry ist ebenfalls bei mir eingezogen und das habe ich auch gelesen. Da ging es ja irgendwie um eine Buchhandlung und mehr kriege ich aber gefühlt auch nicht mehr zusammen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es tatsächlich beendet habe oder ob ich es abgebrochen habe. Es sagt mir gefühlt gar nicht mehr so viel. Das ist natürlich, das hatten wir im letzten Video schon, es ist manchmal komisch, an was man sich erinnert und an was nicht. Dann ist die englische Ausgabe von Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green bei mir eingezogen, The Fault in Our Stars, weil ich glaube ich da den Film geguckt hatte und dachte, es wird Zeit, dass du ihn mal auf Englisch im Original liest. Leider ist das bisher noch nicht passiert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wertig dieses Buch, wahrscheinlich als nicht gelesen. Muss ich unbedingt mal machen, würde mich mega interessieren, wie das einfach im Englischen sein wird, weil ich da eben nur die deutsche Fassungen davon kenne, aber da sehr gespannt bin. Das neue Buch von Cecilia Ahern, So klingt dein Herz, ist durch eine Lovely Books Leserunde bei mir eingezogen, hat mir nicht sehr gut gefallen. Ich weiß auch, dass es relativ schnell danach im Grunde wieder ausgezogen ist. Ich habe das eine Freundin weitergegeben, die alle Cecilia Ahern sammelt. Ich war sehr enttäuscht von der Geschichte, auch von den Charakteren darin und vom Erzählstil. Das war nicht mein Buch. Ganz anders, Sturm über Windhaven von George R. R. Martin und Lisa Tuttle. Eine etwas ältere Geschichte, die ich mega spannend und gut fand, die mir sehr, sehr gut wirklich auch gefallen hat und ich sehr spannend fand. Und man merkt hier, dass George R. R. Martin einfach schreiben kann. Natürlich weiß man nicht, wie groß ist der Anteil von Lisa Tuttle und steht da nur George R. R. Martin sehr groß drüber, weil es sich dann besser verkauft. Das weiß man bei diesen Büchern ja gefühlt immer nicht. Aber ich mochte diese High-Fantasy-Welt, in der das Spiel, die nichts mit Das Lied von Eis und Feuer oder Ähnlichem zu tun hat. Und da, wo es ja im Grunde ums Fliegen ging und wir eine tolle Protagonistin hatten. Der zweite Teil ist eingezogen von Die Brut, Die Zeit läuft, glaube ich, war der zweite Teil. Ich mochte die Reihe um Die Brut unglaublich gerne. Ich habe den ersten
ersten Teil total verschlungen. Den zweiten Teil hatte ich dann in meinem Ägyptenurlaub im Oktober dabei, fand ich großartig. Der dritte Teil war ebenfalls sehr gut, wenn er auch ein bisschen sich ein anderes Thema irgendwie gesucht hat. Man hatte das Gefühl, dass die eigentliche Brut, die eigentliche Geschichte, den Autor gelangweilt hatte. Und ich fand auch sehr schade, das sieht man hier noch schön, dass der Buchschnitt bei Band 1 und 2 tatsächlich farbig war, passend zur Schrift. Im dritten Teil war es ein ganz langweiliger weißer Buchschnitt. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ja, ich fand die Reihe wirklich gut. Der dritte Teil war auch ein guter Abschluss, aber ich hatte mir nach 1 und 2 tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Also so ein bisschen den Knaller, den hat ein bisschen gefehlt. Oh, The Ordinary Star von M.C. Frank ist ebenfalls bei mir eingezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf dieses englische Buch gekommen bin. Ich weiß, dass mich das total angesprochen hat. Und es nicht auf Deutsch gab und ich dann dachte, ich glaube für 1,99 oder sogar 1 Euro bloß, habe ich es mir dann mitgenommen. Und wie ihr merkt, ich habe es nicht gelesen. Ich habe es auch gefühlt irgendwie aus meinem Kopf vergessen, keine Ahnung. Also im Grunde das zweite Buch, was ich noch nicht gelesen habe. Und dann ist von Ursula Ponstanski Aquila als Hörbuch bei mir eingezogen. Habe ich auch relativ zeitnah im August, September dann gehört und fand ich auch wieder einen sehr, sehr guten Ponsnanski. Er kam für mich nicht ganz an Erebos ran und auch nicht an diese Verratinnen-Reihe, die ich ja dann erst im Januar gelesen hatte, also so im Nachgang betrachtet. Aber ich mochte die Geschichte, die, glaube ich, in Italien auch spielte, sehr gerne, auch wenn ich nicht, glaube ich, immer mit der Protagonistin so klar kam. Aber ich mochte auch das Gesprochene und fand das wirklich eine tolle Geschichte. Ja, und das waren sie nun auch schon, die neun Neuzugänge aus dem August von vor einem Jahr. Zwei davon sind nicht gelesen, was tatsächlich gefühlt eigentlich eine schlechte Quote ist. Ich hatte jetzt so die Hoffnung, dass alle neuen schon weggelesen sind. Bei den zwei Büchern handelt es sich um die englischen Bücher und ich glaube, man merkt einfach, dass ich zurzeit gefühlt sehr wenig Englisch lese. Das würde ich ja jetzt gern mit dem fünften Teil von Das Lied von Eis und Feuer in diesem Monat mal wieder ändern. Und ich könnte mir vorstellen, dass man The Fault in Our Stars durchaus dann auch einfach mal so, ja, in den nächsten Wochen einfach mal liest, weil ich glaube, mir ist auch wieder mal nach dieser Geschichte, ich brauche dieses positive, tolle aus dieser Story und ich glaube, das würde mir auch mal wieder sehr gut tun. Und The Ordinary Star, ja, ich muss jetzt mal gucken, um was sich das in diesem Buch gedreht hat und was mich da wohl damals so angefixt hat. Ich kann mich beim besten Willen überhaupt nicht mehr dran erinnern. Aber ja, so kommt das manchmal einfach so vor. Und ich finde, es ist doch trotzdem ganz gut, dass man gesehen hat, es sind zumindest ja fast 70% gefühlt natürlich gelesen oder eigentlich, wie müsste man das umrechnen? 9 Bücher sind ja 100%, also ihr wisst, 2 von 9. Jetzt geht das selbst ausrechnen. Ja, Mathematik schlecht, nein, eigentlich nicht, aber es ist, glaube ich, gerade auch zu heiß und ich musste auch das Fenster schließen, damit nicht jeder meinen Talk hier sozusagen hört. Und ich bin dennoch zufrieden. Es waren auch ein paar tolle Bücher dabei, an die man sich noch gut erinnert, aber eben auch eins, woran man sich gefühlt gar nicht erinnert. Vielleicht muss man da einfach nochmal gucken, ob man, was einem da irgendwie vielleicht bewegt hat. Vielleicht hat man es auch tatsächlich abgebrochen, das weiß ich einfach nicht, weil ich mich vorher auch wirklich nicht mit der Liste irgendwie beschäftige, sondern mir nur die Anzahl angucke. Was da natürlich damit zu tun hat, zu wissen, ist das ein längeres Video, für das ich mir jetzt sozusagen Zeit nehme oder klappt das ganz gut sozusagen auch mal so zwischendurch, wie ich es heute dann gemacht habe nach der Arbeit. In diesem Sinne danke ich euch nun fürs Zusehen. Bin natürlich gespannt, ob ihr vielleicht auch eins der Bücher kennt, die ich euch jetzt vorgestellt habe, beziehungsweise die zwei, ob ihr kennt, die ich vielleicht noch nicht gelesen habe. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wobei bei The Fault in Our Stars kenne ich ja die deutsche Version. Also ja, das tut mir ein bisschen schwer, das irgendwie als nicht gelesen zu werten, aber ja, das eigentliche Buch halt nicht. Aber gut, ihr wisst, wie ich es meine. Und ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.